Direkt an der mecklenburgischen Ostseeküste, nahe dem Erholungsort Heiligendamm, erstreckt sich das 670 Hektar umfassende Gut Vorderbollhagen. Seit 2004 wird hier ökologische Landwirtschaft betrieben. Der Tag beginnt früh. Arne Grünberg ist schon seit 13 Jahren auf dem Gut und für alles zuständig, was Fell und Wolle hat. Zum Sonnenaufgang geht es raus auf die Koppel, um bei den Rindern nach dem Rechten zu sehen. Aber meine absolute Lieblingskuh. Schön finde ich die auch. Die mag ich auch mal gerne sehen. Aber hier ist eine vom Charakter einfach die beste. Wenn alle so wären wie die Kuh, würde ich den Job alleine machen. Aber die ist jetzt gerade, die frisst garantiert irgendwo. Die Töchter vom Chef haben sich mal ganz früher welche ausgesucht, die sie so ein bisschen betüteln wollten. Da gehört Josie dazu, weil sie auch eine Zahme ist. Und Levke, die rennt hier auch irgendwo rum. Ach, warte. Macht doch, was ihr wollt. Ich bin zu Fuß, ne, meine Weiber? Ja, ja. Okay, hat es sich erledigt. Ach, wart. Das nächste ist jetzt, die Deckbullen muss ich hier noch raussammeln. Die sind noch hier drin. Damit in 5-6 Wochen muss dann die Trächtigkeitsuntersuchung gemacht werden. Weil das ist das Kriterium für so eine Mutterkuh, jedes Jahr ein Kalb. Und wer jetzt nicht tragend ist, der muss dann die Herde verlassen. Mehr müssen sie nicht machen. Sie müssen eigentlich nur jedes Jahr ein Kalb schön aufziehen. Dann haben sie auch ein langes Leben. Und der junge Mann, der da so bölkt, das ist unser Ludwig. Unser Ludwig ist ein Angusbulle, der Rasse Angus. Den Angusbullen setzen wir auf unsere Fersen, also auf die Tiere, die zum ersten Mal kalben sollen. Weil der Angus einfach ein kleineres Geburtsgewicht macht oder machen soll. Da sind die Kälber eigentlich in der Regel unter 40 Kilo, wo es beim Fleckvieh auch mal 45, 46 oder 50 Kilo werden. Und die müssen da ja hinten irgendwo raus. Und dann ist die Mischung aus dem Angus und Fleckvieh ist auch ein unheimlich gutes Fleischprodukt. Und er sagt jetzt, er ist fertig mit seiner Truppe. Er würde eigentlich gerne hier mal gucken, ob er noch was decken kann. Deswegen steht er da und sagt, guck mal, was für ein toller Kerl ich bin. Das passt ihm gar nicht, dass er hier nicht rein kann. Aber hier sind noch zwei Bullen drinnen. Aber das braucht man so einem Angusbullen nicht erklären lassen. Alle meine Angusbullen stehen hier im Herbst und sagen, die wollen hier rein. Gerade ein bisschen versteckt. Ach, das sind Jungs. Die dürfen das. Mäus. Ja, komm mal. Habt ihr meinen Bilbo gesehen? Das ist auch der Vater von den Bullen, die wir heute Morgen aufgeladen haben. Wer ist da? Steht er jetzt gerade? Er geht jetzt gerade. Hört ihr ihn? Jetzt hört ihr ihn, ne? Handaufzug.
bin ihre Mama. Zur gleichen Zeit gehen auf dem Gut die mobilen Hühnerställe auf. Alle 3 Wochen werden sie weitergezogen, um den Hühnern frisches Klee zu bieten und den Boden des Trinkwasserschutzgebietes zu schonen. Zweimal täglich werden die Eier eingesammelt. An diesem Morgen sind es allein aus dem ersten Stall schon 88 Stück. Danach geht es zum Wiegen. In 4 Größen werden die Eier getrennt und so für den Verkauf im hofeigenen Bioladen vorbereitet. Komm gleich. Gut, danke. Kommt gleich ein Kollege, der hilft uns dann mit dem Tragen. Der Lastwagen bringt an diesem Morgen die Masthähnchen, die zum Schlachten weggefahren wurden, wieder zurück auf den Hof. Wenn es fertig ist, kennt ihr das bestimmt auch unter Broiler. So, das war ja der Begriff im Osten dafür. Und die wurden jetzt geschlachtet und heute angeliefert. In Kleinteilen, aber auch als Ganze. Und ich habe jetzt gerade hier die Keulen zum Beispiel. Und damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird, müssen wir das sofort etikettieren. Also hier mit Gewicht und was es ist und wann es geschlachtet wurde, wie lange es haltbar ist. Und ja, und dann geht das schon in den Verkauf im Laden. Ich bin jetzt extra aus Ostseebaden-Nienhagen hier mit dem Rad gekommen. Habe ich ein bisschen Fitness und jetzt kaufe ich da was ein. Ich hoffe besonders, dass sie noch Suppenhühner haben. Die Suppenhühner sind besonders gut. Die geben eine Suppe, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Gerne. So, wenn es das war, dann ist es 53,27 bitte. Die Kartoffeln hatten Sie. Ja. Bio und regional schmeckt besser. Und vor allen Dingen wollte ich gerne Kartoffeln kaufen, weil Kartoffeln vom Bauernhof besser schmecken. Für den Nachmittag steht die alltägliche Übungsstunde für den Ochsen an. Unterstützung dafür gibt es von Stine, einer Schülerin aus dem Dorf. Sie lichten jetzt den Halfter auf, den Führhalfter. Dann holen wir ihn raus. Er hat ja unten auch eine Kette. Das ist, wenn er heißt, wenn er zu doll dran zieht, dann sagt die Kette, mach mal nicht. Ne, wenn wir das erstmal kapiert haben, dann ist er auch handelbar. Dann sind diese 800 Kilo auch von dem Mädel in der Hand zu halten. Also die Geschichte von dem Tier ist eigentlich, das ist eine Handaufzucht. Seine Mutter hatte, glaube ich, eine Euterentzündung. Die konnte ihn nicht großziehen, also habe ich das gemacht oder wir. Dadurch ist er immer ja noch ein bisschen zahm. Dann ist er in seinem ersten Jahr über Winter, hatte er eine Lungenentzündung, ist krank geworden. Das heißt, die Entwicklung war nicht ganz so.
Dann war eigentlich soweit alles gut. Und letztes Jahr im Winter ist er leider auch wieder krank geworden, hatte irgendeine Krankheit. Die hat ihm wirklich arg zugesetzt, aber auch das haben wir überstanden. Und als er dann eigentlich so weit war, dass er hätte zum Schlachter gehen können, wollte der Chef ihn nicht schlachten, weil, keine Ahnung, er wollte ein anderes Tier. Und da habe ich gesagt, aber ich bin bockig, der wird angespannt. Weil ich wollte schon immer mal einen Ochsen anspannen. Und er ist eigentlich das perfekte Tier dafür. Es war schon immer zu merken, dass er ruhig und gelassen ist, dass man sowas mit ihm trainieren kann. Kurz vor Feierabend macht sich der Gutsleiter Johannes Lampen auf dem Weg zum Rapsfeld. Neben Raps werden unter anderem auch Weizen, Braugerste, Dinkel, Hafer und Kartoffeln angebaut. So, dann gucken wir mal, was Johannes macht. Müsste jetzt eigentlich gleich wieder in Gang kommen. Ich fahre mal da hinten hin, da ist ein bisschen besser. Der Raps wird nach seiner Ernte zu Rapsöl gepresst, welches dann auch im hofeigenen Bioladen verkauft wird. Auch an seinen Feldern ist die Dürre nicht spurlos vorbeigegangen. Ja, wie sieht's hier aus? Ne? Sehr unterschiedlich, ne? Zum Teil irgendwie schon sehr weit hier, die Rapspflanzen, und zum Teil kommen sie gar nicht richtig in Gang. Ja, na, hier sieht man irgendwie, wie sie eigentlich entwickelt sein müssen. Aber hier sieht man auch, ja, welchen Stress die Pflanze jetzt hat. Ne? Die Blätter, die hängen auch noch so ein bisschen schlaff darunter. Ne? Die haben jetzt echt extremen Wasserbedarf. Was aber weiter wächst, ist auch das Unkraut, und da kann man ganz schön sehen, irgendwie, was wir hier jetzt hier machen. Ne? Hier haben wir zwischen den Reihen, haben wir halt die Möglichkeit, hier mit der Hacke da durchzugehen. Dann müssen wir jetzt so gleich mal. Wir gucken uns das mal von vorne an, kommt mal mit rüber. Wenn der wegfährt, dann dauert es eine halbe Stunde, bis der wieder hier ist. Na, hier kann man jetzt mal schön gucken, irgendwie, was hier passiert. Und dann hacken wir in der Reihe. Na, hier sieht man schön, hier hat man eine schöne Unkrautpflanze, die reißt man raus und dann vertrocknen die. Man schneidet die Wurzeln ab und dann vertrocknen sie einfach. Ne? Hier sieht man, was da ist ja eine ganze Menge los. Das sieht richtig gut aus, Johannes. Aber es ist halt extrem unterschiedlich, ne? Wahnsinn. Ja, und man sieht halt da auch irgendwie links gehackt, rechts. Na, da wo weniger ist, wie grün das rechts ist, ne, und links. Ne, das ist halt das, was wir jetzt machen können, irgendwie, dass wir dem Raps jetzt einen guten Start bringen. Ne. Die Konkurrenz mit dem Unkraut, auch um das Wasser, ist ja da. Und ja, jetzt müssen wir einfach auf Regen hoffen, dann, dass da jetzt möglichst viel am Wochenende, 20 Liter, verregnetes Wochenende, das wäre schön.